Willkommen meine Freunde zu meinem neuen Format SAO News. In diesem Video werde ich euch jeden Monat die neuesten News zu Sword Art Online darbringen. Beginnen wir mit Sword Art Online Alternative Gangel Online. In letzter Zeit gab es massiv viele Infos zum Anime. Diese möchte ich euch sagen, falls ihr einiges davon noch nicht mitbekommen habt. Nochmal für die Leute, die Sword Art Online Alternative Gangel Online nicht kennen. Nein, dies ist nicht die dritte SAO Staffel, auch wenn diese schon angekündigt wurde. Es handelt sich hierbei um ein Spin-Off mit neuen Charakteren und ohne Kirito, Asuna und Co. Auf jeden Fall wurde der Starttermin bekannt gegeben des Animes. Starten wird er ab April im japanischen Fernsehen. Den Anime kann man sich aber auch in Deutschland legal ab April ansehen. Und zwar bei Wakanim im Simulcast mit original japanischer Synchro und deutschen Untertiteln. Der Release der Folgen wird höchstens ein bis zwei Tagen nach Release in Japan dort immer erscheinen. Ein Abo bei Wakanim kostet 5 Euro im Monat. Ihr könnt dann dort nicht nur SAO gucken, sondern auch viele weitere Serien, wie zum Beispiel Fate Zero, Black Ballet, Kill la Kill und vieles weiteres mehr. Schaut euch einfach mal Wakanim in der Videobeschreibung an. Gestern kündigte Peppermint Anime, die schon SAO Staffel 1 und 2 und die beiden Filme nach Deutschland gebracht haben, dass man die Rechte dazu hat, ab 2019 Sword Art Online alternativ Gangale Online in Deutschland in Form von DVD oder Blu-ray in den Handel zu stellen. Weiter geht es mit Sword Art Online Fatal Bullet, welches am 23. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen wird. In einer normalen Form, nur als Spiel, aber auch in einer Collector's Edition, die ihr nochmal hier im Hintergrund ansehen könnt, falls ihr da noch Interesse habt. So sind einige neue Bilder in letzter Zeit zum Spiel aufgetaucht, die ihr euch hier im Hintergrund ansehen könnt, aber auch einige Trailer, die ihr euch in der Videobeschreibung ansehen könnt. Der Sender Pro7 hat bekannt gegeben, dass die erste Staffel von Sword Art Online ab dem 27. Februar 2018 im TV laufen wird. Eigentlich erscheinen Animes ja nur auf ihrem Tochtersender Pro7 Max, wo Sachen wie Bleach, Dragon Ball Super, One Piece, Attack on the Titan und Co. laufen. Nun hat aber Pro7 angekündigt, dass die SAO Staffel 1 auf ihrem Hauptsender zeigen wollen. Ab dem 27. Februar immer um 23.15 Uhr kommen jede Woche zwei neue Folgen, natürlich immer mit deutscher Synchro. Kirito, Asuna und Co. im EL-Treffen, das wäre doch mal was, oder? Doch dies ist nun nicht mehr nur Zukunftsmusik, sondern ihr könnt die Charaktere aus Sword Art Online im EL-Treffen. Doch wie geht das, fragt ihr euch? Ganz einfach, ihr müsst nur nach Japan fliegen, um genauer zu sein nach Tokio und dann dort die App Tokyo Animation Tourism 2018 herunterladen. Mit dieser App könnt ihr an 12 verschiedenen Orten in Tokio Briefmarken sammeln, die ihr dann im Tokyo Anime Center für etwas eintauschen könnt. Bei der Suche werdet ihr via AR von den SAO Charakteren unterstützt. Sie erzählen euch wichtige und interessante Infos, wie sowas aussieht und wie ihr das machen könnt. Könnt ihr euch einfach mal in der Videobeschreibung angucken, wo sich ein Trailer zu der ganzen Aktion befindet. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Format. Ich werde das nun jeden Monat einmal bringen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Schreibt mal gerne eure Meinung in den Kommentaren. Gebt dem Video einen Daumen hoch, falls euch das gefallen hat. Und abonniert natürlich, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin und ciao, euer Flui.